Mein Name ist eben, wie gesagt, Jörg Fuhrmann. Ich habe ein Institut hier in der Schweiz, das ist das Freiraum-Institut, und habe meinen Schwerpunkt gerichtet auf die Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen. Und ja, ein Hauptsteckenpferd dabei ist zum Beispiel Hypnose, Hypnosetherapie. Aber eben ganz wichtig ist auch die Atemarbeit und die transpersonale Psychologie. Und wir gehen eben davon aus, dass der Mensch weitaus mehr an Möglichkeiten und Potenzialen zur Verfügung hat, also zumindest potenziell zur Verfügung hat, als er, ich sag mal, im alltäglichen Durchschnittsalltag auf der horizontalen weltlichen Ebene für sich anzapfen kann oder nutzen kann oder nutzt. Und es gibt eben bestimmte Situationen im Leben, die diese Zustände, ich sag mal, mehr oder weniger gezielt forcieren oder hervorrufen. Das heißt, das sind Zustände, die kommen manchmal ganz plötzlich, unerwartet, ungeplant oder auch ja, uninitiiert, könnte man sagen. Brechen die über einen hinweg, ja, also das kann auch beim Sport sein oder so, bei anstrengenden Tätigkeiten oder auch bei monotonen Tätigkeiten. Oder es kommt eben halt zu bestimmten Situationen, die krisenhafter Natur sind. Das ist ja aktuell seit längerem der Fall, dass wir da mehr oder weniger kollektiv von betroffen sind, auch mehr oder weniger existenziell betroffen sind. Aber es gibt dort in diesem kollektiven Bewusstseinsfeld eben halt eine Info, und die resoniert mit unseren Nervensystemen, mit unserem Bewusstsein, mit unserer Psyche, mit unserem Körper. Das heißt also, wir sind letztendlich ja alle Teil dieses großen Systems und sind Empfänger dieser Informationsfelder. Und das stürzt manche Leute auch in Krisen, die eigentlich aktuell noch relativ gut dastehen, die nicht irgendwie von Krankheit betroffen waren, die, was weiß ich, nicht verpflichtet waren, 6 Wochen in der Wohnung zu sitzen, sondern die auch noch rausgehen konnten und die auch finanziell nicht schlecht dastehen. Solche Menschen, wo man sagen würde, denen geht es eigentlich recht gut, auch die sind davon zum Teil massivst betroffen. Und diese krisenhaften Situationen und Prozesse, die dann ausgelöst werden, sind letztendlich auch wie so Art Türöffner, könnte man sagen, oder Katalysatoren für eben Bewusstseinssprünge, für Bewusstseinsveränderungen. Und für erweiterte Bewusstseinszustände, Stan Groff nennt die halt holotrope Zustände. Ja, und wir gehen eben davon aus, dass diese erweiterten Bewusstseinszustände, die dann auftreten, letztendlich eines zum Ziel haben, nämlich Dinge, die in unserem Leben nicht integriert sind, eben mit in das Bewusstsein zu holen, ja, und dann dort eben erstmal bewusst zu machen, verständlicher zu machen, handhabbar zu machen, möglicherweise auszudrücken und ja, dann vielleicht auch eine Kurskorrektur einzuschlagen mit der Zeit. Die meisten Menschen wollen ja die Dinge immer sofort weghaben, das kann ich auch verstehen, die sie belästigen oder bedrängen. Und das ist eher so eine Philosophie, die eher dem Schamanischen entspringt, das sozusagen gehe an die Orte, die du fürchtest. Also das ist auch das, was in alten Initiationsritualen in der Regel gelehrt wurde oder praktiziert wurde, dass wir starke Grenzerfahrungen machen müssen oder sollen in diesen Ritualen, die dann uns im Grunde aus dem gewohnten Feld komplett herausstellen in ein völlig anderes,
was komplett unsicher ist letztendlich, wo wir also nicht wissen, was da jetzt auf uns zukommt und wie damit umzugehen ist, auch nicht wissend, ob man da jemals wieder rauskommt oder ob man da lebend wieder rauskommt oder nicht. All diese Dinge stehen dann so in Frage quasi oder sind mit den Kräften des Kosmos übergeben oder der Natur oder die Schamanen würden sagen, den Naturgeistern oder den Ahnengeistern. Und wir müssen also dann mit dieser Unerwägbarkeit, Unsicherheit, die da letztendlich dann entsteht in dem Moment, müssen wir irgendwie ja im wahrsten Sinne des Wortes schwanger gehen. Also wir müssen damit irgendwie durchgehen. Und das ist in der Tat ein Prozess, wo sich ein neues Bewusstsein oder ein neuer Mensch letztendlich daraus auch gebiert. Also das ist ganz, ganz konkret vielleicht auch so zu sehen oder zu nehmen. Und ich glaube, viele alte Mythen, die diese Prozesse auch schildern, Shiva, Shakti, Bindu und so weiter, das kann man auch sehr konkret in diesem, ja, ich sag's mal, metaphysischen Sinne verstehen. Also natürlich könnte man es auch auf eine reale Geburt, auf einen realen Geburtsprozess übertragen, da hat Stan Grof ja auch viel zu gemacht. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen auch um eine Art metaphysische Geburt. Und das ja, wurde zum Beispiel von Arnold van Gennep oder Victor Turner und anderen eben oder Joseph Campbell sehr anschaulich auch beschrieben, dass gerade in diesen rituellen Übergangsszenarien und Strukturen wir immer eben diese Einstiegsphase haben, wo wir spüren, jetzt geht's los, da kommt was. Dann haben wir so diese Phase. Also ne, das ist so die Einstiegsphase ist natürlich die Phase der Loslösung auch, wo das Alte, was wir kennen, wegfällt, wo man da zunehmend sich anfängt von zu entfernen. Das kann sehr rapide gehen oder kann eher so spiralförmig sich über längere Zeiträume hin bewegen, wo man einfach spürt, es kommt was und es verdichtet sich so und man merkt, da ist irgendwie was bald dran und dann braucht es nur noch manchmal irgendwie einen kleinen Auslöser und dann ist es da. Und dann gibt es eben danach anknüpfend diese Phase, die dann halt den, ja, wie soll ich sagen, so einen leeren Raum ausmacht. Also man spricht ja auch vom Horror Vacui, also der Angst vor der Leere. Die Mystik, also die Schriften der Mystiker und der Kontemplation und so weiter sind ja voll auch von solchen Bildern. Das heißt also das ist diese Phase, die van Gennep eben die liminale Phase nannte, von Limes, der Grenze, also der Übergang, die Grenze. Also da ist letztendlich, man ist irgendwie, das Alte ist weg und was Neues gibt es nicht. Man hängt quasi in einem luftleeren Raum und ja, man ist da hineingestellt, man weiß nicht ein noch aus, man ist einfach, man hat keine, wie soll ich sagen, man hat keinen Pack an, man hat kein Ziel, man hat keine Vision und das kann zum Teil auch sehr schmerzhaft sein. Das beschreibt Grof dann zum Beispiel als die zweite Matrix. Er hat das ja am Geburtsprozess hat er das dann ja auch beschrieben, angelehnt. Und das ist dann eben die Phase, wo die Venen einsetzen, Kilos auf das Baby halt drücken. Und der Muttermund ist noch nicht offen. Das heißt, es gibt noch keinen Weg nach draußen. Es ist eine asynchrone Dynamik. Es verursacht Schmerz und auch Todesängste und alles Mögliche, was man sich an unangenehmen Dingen so vorstellen kann. Und das sind eben gerade so Situationen, wie ja, was wir auch kollektiv aktuell alle hier jetzt so mehr oder minder irgendwie erlebt haben. Das heißt also, wir haben alle irgendwie gespürt, es passiert was Großes, also jetzt die irgendwie sensibel sind, die Bilder in den Medien, die Zahlen, das hat alles so dazu beigetragen, denke ich, dass das so forciert wurde.
Ganz am Anfang gab es ja diese ganzen Bilder mit Leichensäcken und sonst wie, wo man das überhaupt nicht einschätzen konnte, was da eigentlich jetzt so gerade abgeht überhaupt. Und ja, und das macht natürlich erstmal Angst. Und dann auch so diese Nachrichten zum Beispiel, dass man einen grausamen Erstickungstod erleiden könnte. Das sind natürlich in Verbindung mit diesen Bildern mit Menschen, die dann da künstlich beatmet werden. Das ist ja so mit einer der grausamsten Todesarten, die man sich als Mensch so vorstellen kann, denke ich. Und das löst natürlich in allen immense Assoziationsketten aus. Genau, und dann gibt es eben keine Lösung. Vor allen Dingen gerade noch, also dazu noch Konfusion, weil man vorher Wochen und Monate lang was völlig anderes gehört hat, nämlich dass alle, die gesagt haben, dass das irgendwie doch problematisch werden könnte, wurden als Verschwörungstheoretiker hingestellt in den Medien. Und auf einmal switchte das und das ist komplett das Gegenteil. Und da waren dann nämlich alle die Verschwörungstheoretiker, die dann gesagt haben, Moment mal, irgendwo mit den Zahlen stimmt ja vielleicht doch was nicht. So, und das sind also Situationen, gerade so Konfusionssituationen sind immer schwierig. In der Hypnose gibt es auch so einen Begriff dafür. Also das nennt sich dann eben eine Konfusionsinduktion, wo man den Verstand, also oder in der Meditation, im Amerikanischen, das Mind, also wo man den so überlastet, dass da quasi abgeschaltet wird und man sich letztendlich nur noch dann runterfährt und froh ist, dass man seine Ruhe hat. Und so ein bisschen hatte ich bei dieser ganzen Situation auch so dieses Gefühl, dass es irgendwie durch diese ganzen widersprüchlichen Infos und uneinheitlichen Regelungen, auch unterschiedlichsten Aussagen, auch bezüglich jetzt zum Beispiel nur auf die Masken bezogen, die es da jetzt gibt. Da gibt es ja alle Aussagen zu von bringt es nicht, ist gesundheitsschädlich, rettet dir das Leben, rettet dir nicht das Leben, aber dafür allen anderen und ich weiß nicht was alles. Ja, also das ist sowas zum Beispiel. Oder wenn man dann eben sieht, wie Schweden das gemeistert hat, bei ungefähr gleicher Zahl, dann sind das so alles so Dinge, die Konfusion auch hervorrufen und was eben wunderbar dafür geeignet ist, einen in so einem Zustand auch hinein zu katapultieren. Ja, genau, und dann ist es halt so, dass irgendwann beginnt so die Phase, dann, wo es losgeht, dass man also da raus, kommt, raus will, rausbricht. Und man merkt dann, aha, es gibt doch ein Licht am Ende des Tunnels. So, und das ist dann in diesem Großprozess diese dritte Phase, die ist dann eher eine synergistische, wo es anfängt, man anfängt zu kämpfen, quasi sich den Weg nach draußen zu erkämpfen. Und ich habe den Eindruck, jetzt sind wir gerade auch kollektiv in genau so einer Dynamik. Ich weiß nicht, Zehntausende jetzt gestern in Stuttgart gewesen, auf der Straße und in allen möglichen Städten Leute auf der Straße gewesen. Und ja, in München haben die Polizisten wohl ihre Helme abgenommen. In Italien sind sie mit den Demonstranten mitmarschiert sogar. Das erinnert so ein bisschen damals an 1989, hatte ich so ein bisschen das Gefühl zeitweise. Also das heißt, wir sind jetzt gerade irgendwie auf dem Weg raus. Wohin dann auch immer. Man macht jetzt ja auch versucht schon wieder Panik zu machen mit der nächsten Welle, obwohl die Zahlen von dieser jetzigen Welle ja komischerweise unter Verschluss sind und nicht veröffentlicht werden dürfen, obwohl das ja wissenschaftlich schon komisch ist. Stand ja gestern in der Zeitung, dass es nicht rausgegeben wird. Ja, und wir haben also jetzt die Situation, dass wir eben uns in diesem Weg befinden, raus und dann kommen wir wahrscheinlich irgendwie in einem anderen Zustand an, in einem anderen Bewusstseinszustand. Also das ist dann quasi dieser dritte State, wo wir eben noch nicht jetzt wissen, wie der genau sein wird. Es ist auch die Frage, ob der besser sein wird. Das ist auch in solchen Prozessen völlig egal erstmal, ja, ob wie man die dann bewertet. Fakt ist, dieser Prozess hat eine eigene Intelligenz und der ist auch nur bedingt steuerbar. Also manchmal auch gar nicht steuerbar von innen, meine ich. Ne? Und
Dennoch haben wir aber die Möglichkeit, uns in dem Prozess und zu dem Prozess auf eine gewisse Weise zu positionieren und dazu zu verhalten. Und das hat viel mit einer inneren Haltung, Attitüde zu tun. Und ich glaube, darum geht's. Also es sind momentan auch sehr viele Menschen, habe ich so mit Kontakt gehabt und ja, auch so gelesen, gehört, geschrieben, die, wie soll ich sagen, in so einem Aufwachprozess sind irgendwie. Und ich habe das Gefühl, im Moment wird unheimlich vielen Menschen irgendwie was klar. Viele sind auch enttäuscht, viele sind frustriert, viele merken, sie haben irgendwie blind vertraut und geglaubt, immer auf irgendwelche Dinge und jetzt auf einmal ist das alles ganz anders. Also ich erlebe das schon so, dass es für viele schmerzhaft gerade ist, dieser Aufwachprozess, aber auch, ich glaube, dass es aber auch gut ist. Okay. Ja, und Klingt. da ist also wirklich so eine Parallele zu den alten Initiationsriten und Übergangsriten, die halt früher gezielt, ja, ich sag mal, praktiziert wurden, um Menschen in ein volles Erwachsenen-Ich zu bringen. Und das ist etwas, was uns heute eben fehlt. Das heißt also, wir haben keine institutionalisierten Riten mehr dafür, die das machen. Und deswegen sind wir mit diesen Prozessen A, nur bedingt vertraut, B, häufig überfordert und ja, kriegen die dann nicht gut integriert. Das wäre dann nämlich so die vierte Phase beim Rauskommen, dass man das hinterher auch eben entsprechend integriert bekommt. Und wenn das nicht passiert, dann hat man eben häufig hinterher auch Probleme mit der Landung, hätte ich beinahe gesagt. Und das habe ich zum Beispiel in schamanistischen Ritualen auch immer wieder gemerkt. Ich war da auch in Nepal oder Südamerika unterwegs und dass diese Dinge manchmal auch für Menschen aus dem Westen nicht so einfach sind zu containen, beziehungsweise hinterher in ihren Kontext wieder zu integrieren. Das kommt immer darauf an, wer das wie macht und wann das gemacht wird und wo und ja, mit welcher Vorbereitung, verschiedensten und vor allen Dingen eben, wie gesagt, der Nachbereitung. Ja. Super, Also man kann super. nicht die Dinge alle mal eins zu eins übersetzen, das ist nicht so, ja, Aber Sie nicht so sehen da cool. eine Analogie zu dem Kollektiven, was gerade passiert und eben diesen vier Phasen oder. Ja, absolut, ja. Ich hab hier eine Frage dazu, eine spannende Frage. Der Entwicklungsprozess ist ja okay, aber oft ist dies mit einer lebensbedrohlichen Krise verbunden. Wie kommt man da durch, ohne in Lebensgefahr zu kommen? Naja, also wenn es lebensbedrohlich ist, ist man ja schon in Lebensgefahr. Ich bräuchte Also es ein bisschen konkreter, glaube ich. ich habe die Frage jetzt so verstanden, quasi wie kommt man durch so eine Phase, ohne sich quasi körperlich dann doch irgendwie, also ab welchem Punkt muss man da die Balance wahren, um dann wirklich dann auch auf sich zu achten, körperlich quasi, denke ich mal. Und Naja, sich nicht zu also, gefährden. was? Und sich nicht zu gefährden. Ja, also in Deutschland ist das ja nun mal so, wenn es jetzt mit Gefährdung in Richtung Suizid geht und solche Dinge, dann ist es natürlich so, dass man sich da am besten frühzeitig Unterstützung sucht. Also wenn man so instabil ist, dass man das Gefühl hat, man weiß nicht, ob man nächsten Tag noch überlebt, ist das natürlich ist auch jeder Therapeut oder Arzt verpflichtet, da entsprechende Maßnahmen dann einzuleiten, wenn das jemand äußert. So, und da halt, ja, da geht also der Schutz der Person dann eben vor. Ne? Also ich habe ja früher mal im Krisenzentrum gearbeitet, auch für Suizidprävention. Und da ist es also, da war das eben die Hauptarbeit mit Menschen, die in solchen schweren existenziellen Krisen waren. Da ein Stück weit kriegten die dann fünf kostenlose Termine damals und konnten dann sofort, nicht erst nach einem halben Jahr Wartezeit, sondern konnten dann eben direkt eine Betreuung kriegen und aus dem Gröbsten wieder rausgebracht werden. Wenn das dann nicht ging oder nicht gereicht hat, dann mussten die eben in klinisches, stationäres Setting. Das ist in unserer Kultur leider so, wenn etwas für jemanden so existenziell bedrohlich ist, dass er das Gefühl hat, er müsste sich entleiben, dann ist das schwierig. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Aber ich Ich kann habe auch es nur vielleicht mal einen Satz so dazu. vorgelesen, wie sie da Ja, stand.
Ich kann noch einen Satz kann auch dazu gerne noch sagen. Was in die Chatbox schreiben. Stanislav Grof hat zum Beispiel immer mal gesagt, dass es eine Verwechslung stattfindet zwischen dem körperlichen Sterben wollen, wenn Leute mit solchen Themen zu tun haben, und dem wiedergeboren werden wollen in diesem, was ich vorher sagte, metaphysischen Sinne. Das heißt, da findet das Ego oder das Ich hat eine Überidentifikation am Laufen mit dem Körper und eigentlich will auf einer anderen Ebene was sterben und wiedergeboren werden. Ja. So, und also wenn das jetzt so bedrohlich ist, dann ist es eben wirklich sinnvoll, sich frühzeitig wirklich Hilfe und Unterstützung zu holen. Da denke ich, gibt es ja auch viele Angebote. Die erste Anlaufstelle für jeden kann ja immer auch sein, gibt es 24 Stunden am Tag. Die Telefonseelsorge ist for free und die sind ja auch gut ausgebildet, die Leute. Ansonsten ist es ja auch keine Schande, sich eine therapeutische Hilfe irgendwie in der Klinik zu holen. Also ich habe da immer so Sachen wie Heiligenfeld oder die Caduceus-Klinik empfohlen, weil die auch so einen transpersonalen Ansatz haben und noch ein bisschen ganzheitlicher unterwegs sind als viele andere. Die nächste Frage lautet, Sie haben davon gesprochen, dass es eine Phase des Krieges gibt, die zum Licht führt. Darüber würde eine Teilnehmerin gerne ein wenig mehr erfahren. Des Krieges zum Licht? Ja, habe ich nicht. So wurde es geschrieben. Okay. Kampf zum Licht. Ah. Ach so. Okay. Gut. Das ist, das war die Metapher vorhin in dem Geburtsprozess, dass wir da uns im Dunkel befinden. Das könnte auch das Unbewusste sein. Und durch den Tunnel müssen. Also das ist dann das Leben letztendlich, das neue Leben. Das heißt also, im Uterus ist es dunkel und wenn ich rauskomme, ist dann da wird es dann hell. Könnte man aber auch übertragen mit Platon, vielleicht mit dem Höhlengleichnis, dass man einem alten Bewusstsein, dass man gefangen ist in einer vermeintlichen Höhle und sieht da diese Schattenprojektion schemenhaft an der Wand und hält die für die Realität, diese zweidimensionalen Schatten. Und alle anderen um einen herum bestätigen das auch, dass das die einzig wahre Realität ist. Und auf einmal stellt man fest, man kann sich wegbewegen und es gibt sogar einen Weg raus. Und dann sieht man auf einmal draußen alles in 3D und in Farbe und ist völlig geblendet und braucht erstmal ein paar Tage, um sich da zu akklimatisieren. Die Gefahr ist, das hat er ja auch schon beschrieben, wenn man dann zurückgeht und den anderen davon erzählen will, dass es da draußen noch was anderes gibt, die das aber nicht aufgehoben haben, diese Fixierung, dann hat man ein Problem, weil man könnte dann leicht der Lynchjustiz anheimfallen, weil das wollen die anderen nämlich auf keinen Fall in der Regel, die da fixiert sind nach wie vor, weil die haben ja nach wie vor ihre Ängste und das ist durchaus kann schnell ins Bedrohliche kippen. Also da muss man gut überlegen, mit wem man da was macht und sagt. Und das Mittelalter ist noch nicht so lange her, habe ich manchmal den Eindruck. Ja, also hat man jetzt in der Krise auch wieder gesehen, mit der Denunziation und dem Aufruf zur Denunziation, der auch massenhaft genutzt wurde von den Deutschen, wie das da eben vonstatten gegangen ist. Da hat man so den Eindruck, man hat nicht so viel in den letzten 80, 90 Jahren nicht ganz so viel gelernt. Leider. Beziehungsweise scheinen das menschliche Grundstrukturen zu sein, die sich irgendwie immer wiederholen. Völlig unabhängig von politischen Kontexten und Zeiten. Und das lässt sich halt irgendwie immer wieder instrumentalisieren und anzapfen. Ja. Der Motor dafür ist Angst. Eine Frage vorhin ging auch so ein bisschen in die Richtung, wie geht man damit um, wenn man dann eben gerade zum Beispiel in der heutigen Zeit dann auf kontroverse Situationen und Diskussionen stößt, wo man sich dann mit Leuten auseinandersetzt, wo man dachte, man ist einer Meinung und dann wird man da denunziert und dann tut es einem persönlich natürlich weh. Wie geht man mit diesem Schmerz um, wenn man merkt, man gehört da nicht mehr dazu, zu einer Gruppe? Ja, willkommen im Club. Also eine Erfahrung, die ich eigentlich täglich mache. Man wird mit der Zeit, kriegt man in der Tat ein dickeres Fell, hätte ich beinahe gesagt, hätte ich mir auch nicht vorstellen können.
als hochsensibler, nahtoderfahrener Therapeut, dass das mal so sein könnte, aber ist es so. Also mit der Zeit wird man ein wenig resilienter. Und ich glaube, so Bruno Gröning hier, so ein Heiler bei uns aus der Ecke, wo ich ursprünglich herkomme, ich bin jetzt ja am Bodensee hier, aber früher komme ich aus Nordrhein-Westfalen um, der hat das mal irgendwie gesagt, nach oben hin wird der Tannenbaum immer dünner. Das heißt also, man muss das nicht narzisstisch überhöht sehen, aber bewusstseinsmäßig wird es nach oben hin also weniger. Das heißt, da fallen also viele fallen raus. Und das ist tatsächlich so, wenn man die Schwingung also wirklich erhöht und wenn man bewusstseinsmäßig anfängt, sich ein Stück weit zu, ich sag's mal, zu dekonditionieren, die Zirbeldrüse zu entkalken und wieder freizuschalten und solche Dinge und diese feinstofflichen Wahrnehmungen wieder mehr zu haben und eben auch so klassische Dinge wie Propagandatechniken und Mind-Control-Sachen und so weiter, wenn man das anfängt zu durchschauen, wie das läuft, anfängt dann sich zu detoxen, zu entgiften, den ganzen Scheißdreck wegzulassen, den man so gefüttert kriegt, also auf verschiedensten Ebenen, dann merkt man auf einmal, dass Bewusstsein doch ziemlich flugs auf einmal anfängt, sich auszudehnen und das halten viele andere dann im Umfeld nicht mehr aus. Mhm. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele warum es so viele monastische Traditionen rund um den Globus gibt, die dann um ihr Kloster oder ne, also um ihren religiösen Übungsort eine dicke Mauer gebaut haben. Ich glaube, Paolo Coelho sagte mal, sie haben das nicht gemacht, weil, wie hat er gesagt, warte mal, sie haben das nicht gemacht, weil, genau, weil sie von der Welt abtrennen wollten, sondern sie haben das gemacht, weil die Welt für die Liebe, die sie quasi bereithielten oder hatten in ihren Herzen, nicht bereit war. Da kann man sich bei manchen religiösen Traditionen natürlich jetzt drüber streiten, aber die Idee dahinter, die ist, glaube ich, die gleiche wie die der Frage. Und das heißt also, man muss sich, glaube ich, gut überlegen, wann man was macht, mit wem man was macht, mhm. wie viel man mit wem macht und ob es das dann auch wert ist. Oder ob man vielleicht mit dieser Person, wenn sie einem wichtig ist, bestimmte Dinge rauslässt und dann halt sich auf Nostalgie quasi beruft und sagt, okay, wir haben halt gemeinsam irgendwie ein paar nette Zeiten gehabt früher und darauf begrenzen wir unseren Kontakt. Weiter geht's nicht, es gibt nur das. Und da nicht versuchen zu missionieren, neues Fass aufzumachen. Und ja, und wenn man ansonsten merkt, dass das irgendwie alles in eine falsche Richtung läuft, dann ist man vielleicht an einem bestimmten Punkt, muss man halt sagen, okay, man hat sich jetzt irgendwie weiterentwickelt und der andere ist da irgendwo stehen geblieben, was ja an sich nicht verwerflich ist. Das kann ja muss ja jeder selber entscheiden. Wir sind ja alle erwachsen. Ja, und dann ist da eben Ende. Also dann ist das vorbei. Und dann, ja, die Plain-Indigenen sagten, wenn ein Pferd tot ist, steige ab. Ja, also das ist dann, glaube ich, das ist zwar schmerzhaft, aber es ist vielleicht besser, als auf dem verwesenen Pferd weiterzusitzen. Ja. Alles klar. Also, dass man sich da auch wirklich, wirklich loyal zu sich selbst bekennt, egal jetzt in welche Richtung man sich positioniert, aber dass man da ja. zu sich steht. Ja, man muss halt wirklich gucken, was man will. Also man kann das nicht mit jedem alles durchexerzieren, das geht nicht. Da sind viele gar nicht in der Lage zu und die müssen das dann abwehren. Mhm. Und das könnte ich vielleicht noch dazu sagen, man könnte dann diese Dinge eher als eine Selbstoffenbarung dieser Leute nehmen. Mhm. Also wenn da einer jetzt einen reflexartig beschimpft mit, keine Ahnung, Aluhut ist ja so ein Klassiker oder Verschwörungstheoretiker, nur weil man irgendwie eine These aufstellt, die jetzt nicht gerade dem Mainstream entspricht, dann kann man eigentlich sagen, okay, das ist vor allen Dingen eine Selbstoffenbarungsbotschaft im Sinne von, ich habe den Horizont dafür nicht, ich will es nicht wissen, ich halte es nicht aus, lass mich in Ruhe. Das ist eher die Botschaft und da geht es einem manchmal auch besser mit, glaube ich, wenn man das eher auf dieser Ebene dann reframed. Ja. Ich glaube, in diesem Fall war es tatsächlich auch so ein bisschen auch noch eine andere Extreme, weil es ja auch rechte Gruppierungen gibt, die dann nochmal ganz extreme Meinungen vertreten, wo man dann vorgeworfen bekommt, man würde nichts erkennen, obwohl man schon viele Dinge für sich erkannt hat. Hm. Dass man da einfach in ja, diese Extreme gibt es in rechts und links. Also das ist
Also das tut sich da nicht viel. Wenn man die weltweiten Todesstatistiken von extremistischen Politikern oder Diktaturen anguckt, die sind alle in etwa identisch. Ich bin da kein Freund von, ich bin eher ein Freund der Freiheit und des mittleren Weges, hätte ich mal gesagt. Ja. Genau. Ja. Schön, vielen Dank. Dann wünschen wir uns allen, dass wir den finden, den mittleren Weg. Eine weitere Frage war, muss ich jetzt kurz hochscrollen. Genau, wie gesagt, anscheinend ist das sehr im Raum, dieses Thema gerade. Ist die jetzige Situation erst der Beginn eines längeren Prozesses oder sind wir jetzt schon in der Geburt für ein neues Leben? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt die Glaskugel channeln, das mache ich nicht. Okay. Ich würde sagen, ich hab das Gefühl, das läuft sowieso schon eine ganze Weile. Ich habe sowas innerlich auch schon kommen gespürt, schon seit mehreren Monaten, dass das irgendwie im Anzug ist. Eigentlich schon seit mehreren Jahren, wenn ich genau bin. Und also ich denke, das sind immer Prozesse, die sind auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist individuell. Ja, das heißt also, wir haben jeder für sich diese Prozesse laufen, auch in sich auf verschiedenen Ebenen. Da kann also, man ist ja keine feststehende Persönlichkeitsstruktur, man hat verschiedenste Seiten und da sind manche, die gehen so Wiedergeburtsprozesse in Anführungsstrichen rein und andere eben nicht. Und dann ist man eben halt natürlich eingebunden in seine häuslichen Kontexte, familiären Kontexte, engerer Natur und dann eben der weiteren Natur. Und dann sind wir halt eben im Kollektiv als Gemeinde, als Bundesland oder Staat oder eben als Weltbevölkerung oder Kontinent, Weltbevölkerung und so weiter, haben wir eben verschiedenste Felder, in denen diese Prozesse ja durchweg immer wieder ablaufen. Und das ist eben sehr, sehr, ja, sehr unterschiedlich halt. Und man durchläuft die auch mehrfach. Also das ist jetzt nicht einmal fertig und dann ist gut, sondern das sind wirklich Prozesse, die immer wieder auch ablaufen. Nur die Intensität ist eben unterschiedlich. Und das kann auch einfach nur manchmal sein, ganz banal, dass sowas in ein paar Sekunden abläuft, wenn ich einen schwierigen Telefonanruf vor mir habe und muss den jetzt bewältigen. So, und das ist natürlich dann, ja, ist dann vielleicht eine Lappalie verglichen mit diesen Dingen, die jetzt gerade passieren. Ja. Oder jemand hat mich jetzt letzte Woche jemand angerufen, der existenziell bedroht ist wegen Betriebsschließung und Verlust seiner Firma. Ja, und ich sage, ja, ich kann Sie verstehen, mir geht es auch so, ich habe auch eine Betriebsschließung. Ja. So, und das ist, das sind dann solche Prozesse, die natürlich voll ans Eingemachte gehen können, gerade wenn die Menschen auf sowas nicht vorbereitet sind. Und ja, wie gesagt, das ist immer sehr individuell. Also wenn man jetzt aber auf diese aktuelle Krise schaut, mal so als Frage, meine Einschätzung ist die, da das jetzt in den Medien schon so durchgepeitscht und promotet wird, dass es im Herbst noch schlimmer wird, ist davon auszugehen, dass das jetzt nicht das Endspiel hier ist und dass das nicht das Finale ist, sondern das hört sich für mich stark danach an und fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn man da dann aus der ersten Welle eine zweite machen will und aus der zweiten vielleicht eine dritte und nachher wird eine Dauerwelle raus. Ja, also auch wenn der Friseur zu hat, kriegen wir eine Dauerwelle. Also im schlechtesten Fall. Ne? Das könnte man ja auch nutzen, um Leute dann dauerhaft immer wieder so zu kontrollieren. Ja? Also hat man jetzt ja gemerkt, wie einfach das geht und das ist schon, also wir haben natürlich da diesbezüglich echt die Gefahr, finde ich, dass wir so eine Art digitalen Faschismus bekommen. Ja? Wenn das nachher, wenn man das jetzt schon sieht mit den ganzen Robotisierungen und Chips in Schweden und in Liechtenstein sind sie dran mit einem Funkarmband für die Bevölkerung und Tracking, ne, diese ganzen Tracking-Sachen, das läuft ja alles in so eine Richtung. Ja. Also wo das dann hinführt am Ende des Tages, ich hoffe nicht nach China, hätte ich beinahe gesagt, das ist natürlich für uns alle völlig offen. Ja, aber man hat wahrscheinlich, wir erleben gerade wahrscheinlich wirklich wie so eine Art Zeitenwende. Vielleicht kann man sich in 10 oder in 20 Jahren die Welt, die wir hatten, schon kaum noch vorstellen. Das halte ich für realistisch. Also das durch die KI und durch die Robotisierung. Ich habe da ja auch vor, wer das mal gucken will, hatte ich einen Vortrag zu gemacht vor einigen Schweizer Professoren, die mich eingeladen hatten. Der
den Titel habe ich gar nicht, der Prometheus-Vortrag, der ist bei mir im YouTube-Kanal. Jörg Fuhrmann bei YouTube mal eingeben. Der befreite Prometheus, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich den genannt. Einfach mal gucken, gibt es da einen Kanal. Es sind aber auch viele andere Videos drin. Ja. Alles klar, vielen Dank. Die nächste Frage geht in eine ganz andere Ecke. Und zwar, Sie kennen sich mit dem holotropen Atmen aus. Wie kann man diese Technik auch alleine machen? Nein. Wenn man sie schon öfter in der Gruppe praktiziert hat. Nein, 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 nein. Nein, das ist ein großes Pfui. Einfach deswegen, also A ist es dann, man kann sich natürlich zu Hause auf die Matte legen und hyperventilieren. So. Das hat aber dann nichts mit holotropen Atmen zu tun, sondern das ist das Hyperventilieren zu Hause alleine. Holotropes Atmen hat halt ein bestimmtes Setting und das Setting ist eben vorgegeben. Und das Setting ist halt eben mit Beisitzer und mit einem Begleiter, der weiß, was Sache ist. Und dazu kommt ein bestimmter Ablauf der Musik und dann die Körperarbeit und die Integration. Und das kann man alles schlecht alleine machen. Deswegen ist das nicht möglich, auch wenn das bei YouTube manche Leute immer wieder erzählen. Dazu kommt, wenn ich zu, man kann dadurch in sehr tiefe Bewusstseinszustände reinkommen, ähnlich wie mit der Einnahme von Substanzen, nur eben halt ohne Substanzen. Und wenn ich dann da liege und da drin hänge, wer hilft mir dann raus? Wer macht dann die Körperarbeit mit mir? Etc. pp. Also das führt im schlechtesten Fall führt das dazu, dass man vielleicht sowas wie eine Retraumatisierung oder ähnliche Dinge hat. Ja, von daher ist das nicht so sinnvoll. Aber es gibt natürlich auch, muss man sagen, in der Psyche schon sowas wie eine Schutzfunktion, die da in den meisten Fällen wahrscheinlich so eine Sperre reinhaut, dass da gar nicht so viel passieren kann, weil man eben die Reißleine nicht hat, hätte ich beinahe gesagt. Ja, genau. Ansonsten mal ein bisschen beschleunigte Atmen kann man mit Sicherheit mal machen, aber die Frage ist immer dann eben zwischen Erwartung und Sinnhaftigkeit und Ziel. Verstehe. Also ist da eine gewisse Vorsicht geboten, wenn man eben diese, wie nennt man diesen Zustand des holotropen Atmens, wo man da reinkommt? Also es gibt sehr viele Zustände. Das ganze Portfolio an erweiterten Bewusstseinszuständen ist da also zugänglich. Wie gesagt, Holotropic States of Consciousness nannte Grof das. Wir können das wirklich sagen, es ist einfach dann diese vertikale Achse, wo man bewusstseinsmäßig dann drauf zugreift und alle möglichen Felder anzapfen kann und runterlädt, die quasi in diesem Bereich dann ja im Grunde zur Verfügung stehen. Und das sind auch Sachen, die mit mir möglicherweise gar nichts zu tun haben, sondern die eben aus diesem transpersonalen Raum stammen, also aus dem kollektiven Raum. Und ja, ich hab selber diesbezüglich so ein eigenes Modell entwickelt. Ich nenne das dann transpersonale Prozessarbeit und hypnagogisches Atmen. Mhm. Das arbeitet mit verschiedenen Atemmethoden und Ansätzen und mit verschiedenen Technologien auch noch dabei aus dem Bereich der Neurotheologie. Und ja, darin bilde ich auch aus ab nächstes Jahr, so Gott will, wenn wir bis dahin wieder Freigang haben. Genau, ja. Da gibt es auf meiner Seite auch eine Infobroschüre zu. Und genau, gibt es sowieso auf meiner Homepage, könnt ihr gucken vielleicht. Ich weiß nicht, ob du die einblendest oder so. Also es ist www.freiraum-institut.ch. Da gibt es eine Broschüre zu meiner Intensivarbeit, eine zur Ausbildung und eine mit Übungen und Anregungen zur Selbstermächtigung. Genau. Alles klar. Super, da haben Sie auch schon gleich die nächste Frage mit beantwortet, weil jemand gefragt hat, ob Sie ausbilden. Ah ja, ja, gut. Ja, ich bilde lange schon aus. Also ich habe viele Jahre an Hochschulen unterrichtet, Psychologie und Sozialwissenschaften und alles Mögliche. Habe eben viele Jahre für den Internationalen Dachverband, den größten für Hypnosetherapie, Ausbildung, also als Trainer gearbeitet, mache ich auch immer noch. Also das heißt, mache auch Hypnose 1:1 Arbeit, Ausbildung, das mache ich momentan eher so intensiv. Und wie gesagt, nächstes Jahr startet eben jetzt dann, so Gott will, die transpersonale Schiene. Und das sind aber dann Kleingruppen mit 8 Leuten maximal. Die ersten 3 sind fast, sind also die ersten 2 sind voll, bei der dritten ist, glaube ich, noch ein Platz frei. Ja. Genau. Alles klar. Dann habe ich hier noch eine Frage. Wie bekomme ich mein Trauma vor großen Hunden weg? Bin gemobbt worden und habe früher
einen großen Hund und Pferd gehabt und mir wurde durch Mobbing ein Trauma ausgelöst, da ich mit 19 von einem Hund gebissen worden bin. Fragt ein Teilnehmer. Ja, habe ich mit vielen Leuten daran gearbeitet, jetzt gerade auch dann an dem Thema Hunde. Verrückterweise, ich habe ja selber auch Hunde und ich hatte selber auch eine starke Hundephobie früher. Es gibt auch da nicht die pauschale Antwort. Also es geht letztendlich bei diesen ganzen, ich nenne das immer überwältigenden Erfahrungen, die man gemacht hat, darum im Leben das Nervensystem wieder zu regulieren, auf Sicherheit hin zu regulieren und den, ganz kurz gesagt jetzt, ne, stark vereinfacht, und den Stress, den überschüssigen Stress aus dem Körpersystem herauszubringen, sprich auch aus dem faszialen Gewebe, aus dem Nervensystem, aus den Muskeln. Das heißt, das kann man nicht nur über Talking Cure machen, sondern, wie Freud sagte, sondern es muss wirklich hier auch mit dem Körper was gemacht werden. Und da gibt es in meinem Kanal auch ein paar Videos zu aus der Praxis. Kann man sich mal angucken, wie sowas teilweise aussehen kann. Und da muss man das wirklich individuell, feinschrittig gucken und sich quasi dem immer wieder annähern und davon weggehen und wieder annähern und dann wird im System mit der Zeit, kommt dann so ein Shift. Ja, und ich habe viele Leute gehabt, die bei mir so eine Intensivwoche gemacht haben. Ich arbeite nicht in Einzelstunden, ich mache Intensivtage oder Wochen hier, wo die Leute hier runterkommen. Und eins zu eins wird dann mit denen gearbeitet und dann waren diese Sachen weg. So, und das ist aber, wie gesagt, kein Schema F, sondern der Mensch ist ja keine Maschine. Es ist immer irgendwie anders. Also in Kölle sagt man, jeder Jeck ist anders. Ja. Genau, und das ist auch so. Das wäre also, wenn man jetzt viele mit so irgendwelchen Wundermethoden, die sagen halt immer, ja, du musst nur dreimal das machen und viermal hier klopfen und dreimal da winken und dann ist alles gut. Also das halte ich alles für Illusionen. Wir müssen das immer wirklich individuell abgleichen und gucken, auf diesen Prozess hinschauen, den wir vorhin besprochen haben. Wo befindet sich derjenige jetzt gerade diesbezüglich auf seiner Reise durch die eigene Unterwelt und was braucht er dort für Assistenten, also für Hilfen, für Stärkungen, um da quasi durchzukommen? Ja. Und die Arbeit besteht eigentlich darin, das ist ein hochkreativer Ansatz, das wirklich individuell, situativ immer wieder abzupassen und abzugleichen. Und bei mir ist es so, ich habe jetzt 20 Jahre Ausbildung gemacht, jedes Jahr fast 2 bis 3 Monate Ausbildung gemacht, über 20 Jahre. Das heißt, ich habe unheimlich viele verschiedene Sachen gelernt und würde das auch nicht auf ein Verfahren festnageln wollen, sondern eben eine sehr integrative Arbeitsweise und Blickwinkel auf diese Phänomene. Ja. Super, vielen Dank. Die nächste Frage lautet, welche Rolle spielen Archetypen und Rituale in der transpersonalen Psychologie und Philosophie? Ja, das kommt ein bisschen darauf an, welche man jetzt nehmen würde. Die transpersonale Psychologie oder Philosophie ist keine einheitliche Schule. Das heißt, es gibt da sehr viele verschiedene unterschiedliche Schulen, die sehr unterschiedliche Ansätze und Methoden wieder haben. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, die Psychologie Carl Gustav Jungs könnte man da zuzählen. Der hat das Thema mit den Archetypen ja aufgebracht. Dann Assagioli zum Beispiel, die Psychosynthese. Ne? Dann eben, wie gesagt, das holotrope Atmen nach Grove. Da sind Archetypen so am Rande eher ein Thema. Also es gibt noch verschiedene andere Konzepte in diesem Bereich. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, wie man das jetzt eben auslegt auch. Ich würde auch sagen, bestimmte Prozesse können per se eine rituelle Struktur haben, auch wenn sie nicht ein klassisches schamanisches Ritual darstellen, wo man die vier Winde anruft und die Geister ruft und dies und jenes macht, sondern rituelle Strukturen können ja auch mit demjenigen individuell erarbeitet werden. Und das ist zum Beispiel das, was ich eher mache. Also wenn ich mit Leuten bestimmte Prozesse auf den Gipfel treibe und dann da zum Abschluss bringe, dann machen wir das häufig auch. Ja. Mhm. Genau. Und Archetypen sind leider aber auch häufig, muss man sagen, eine Falle. Also wenn das dann so zugeschrieben wird und das ist das und das. Und das würde ich zum Beispiel auch wieder eher offen lassen. Man kann das mal anregen, finde ich ganz gut. Aber häufig wird das so festgenagelt. Das ist so und so und der ist das und das. Und dann hängt derjenige schon wieder in der Box drin. Und meine Maxime, mein Paradigma ist die Freiheit. Mhm. Und ich hatte auch immer Probleme damit, bei meinen schamanischen Lehrern, deren Sachen so eins zu übernehmen.
die wollten dann häufig, dass ich jetzt das genauso mache, wie das bei denen gemacht wird. Und ich habe dann gemerkt, dass das funktioniert für mich gar nicht. Und das würde nämlich zur Folge haben, dass sich die Leute, die hinkommen, da auch in dieses System rein anpassen müssen. Und da muss man denen erstmal tausend Sachen erklären, die gar nicht in ihr Weltkonzept passen. Und für mich ist es eher andersrum, dass ich mich und der Prozess und meine Methodik muss sich an die Leute anpassen, an die da, wo sie stehen oder sitzen oder liegen oder was auch immer. Und nicht umgekehrt. Ja, so. Und deswegen versuche ich möglichst viel von diesen dogmatischen Dingen ein Stück weit rauszulassen oder auszudünnen oder eben nicht so, ja, wie soll ich sagen, hart zu formulieren. Ja. Mhm. Sie haben vorhin von dem transpersonalen Raum gesprochen, wo man dann so ja, erzähl weiter. Wo man so einen vertikalen Download hat in eben diesen Zuständen, wie zum Beispiel beim holotropen Atmen. Und Sie haben gesagt, dass man da nicht nur eigene Sachen quasi kanalisieren kann, sondern auch welche aus dem Kollektiv. Wie kann ich das unterscheiden voneinander? Wenn ich quasi in ein Ritual gehe, wo ich mein Bewusstsein verändere und dann kommen Visionen oder Prozesse, wie weiß ich, ob das meine sind, die ich durchkauen muss, oder ob ich für das Kollektiv etwas oder von wem anders vielleicht? Mhm. Gut, das ist eine gute Frage. Es ist ein spannender Punkt. Es ist ja so, wenn ich jetzt quasi in diesem erweiterten Bewusstseinszustand bin, dann ist ich in dem Moment ja schon im Grunde obsolet. Das heißt also, wenn der Kanal jetzt da aufgegangen ist, dann ist dieses kleine Ich, was jetzt sagt, das ist meins und das ist deins, das ist ja schon gar nicht mehr, das ist ja pulverisiert in dem Moment. Ja. Ja, das heißt also, das, was dann in dem Moment da reinkommt, das ist zwar Teil aus dem Kosmos oder Teil aus dem großen Ganzen oder dem Informationsfeld der Gruppe, also verschiedenste Sachen habe ich da mit Leuten erlebt, wo die Nachbarn in der Gruppe genau die gleichen Sachen erlebt haben oder der eine träumt was und der nächste hat das am nächsten Tag in der Atemarbeit, in der Session, als Vision, ja. Also da gibt es dann unheimliche Wechselwirkungen. Ich denke, also mit meinem jetzigen Ich-Bewusstsein denke ich jetzt gerade, dass es irrelevant ist. Und natürlich möchte man das irgendwie festnageln, aber meine Idee ist, also aus meiner Erfahrung, auch selber jetzt 25 Jahre Selbsterfahrung in diesem Bereich, ist die, dass am eigenen Leib, meine ich, dass was dann kommt, hat in der Regel immer irgendwas mit mir zu tun, sonst hätte ich den Download gar nicht und sonst würde ich gar nicht diese Info erhalten. Wegen der Resonanz. Ja. Ja, genau. Also so, und selbst wenn ich, also mein Ich, jetzt hinterher meint, ich hätte da nichts mit zu tun, dann war es aber trotzdem wichtig anscheinend, dass das jetzt mir zugetragen wurde, dann hatte ich einen Auftrag daran, etwas zu tun. Und letztendlich ist es ja, ist diese Ich-Trennung ist ja sowieso eine Illusion. Das heißt also, wenn wir nachher wieder in diese vertikale, horizontale Ebene aus der Vertikalen zurückkommen, dann ist diese Abtrennung quasi, die ist ja sowieso nur, wie gesagt, eine Illusion. Natürlich brauchen wir das, um von Mehl zu kaufen oder mit dem Auto nach links abzubiegen. Da brauchen wir das schon für. Aber die andere Ebene ist ja die ganze Zeit permanent da. Nur das blenden wir halt den Tag über aus. Und wenn wir jetzt in so einen Zustand kommen von extremer Erschöpfung, weil wir 3 Stunden durch den Wald gerannt sind oder irgendwie so, dann kommt das auf einmal, blub, bricht das wieder durch. Ja, das kann ja passieren. Ne? Und dann erinnert man sich da wieder dran. Ach, das gibt es ja auch noch. Ja. Ja. Super, das ist ja schon der perfekte Hinweis für die nächste Frage. Wir haben noch etwa 10 Minuten. Und zwar, wie kann es sein, dass wir Träume haben, die sich nachher als Vorahnung herausstellen? Also die Träume sich teilweise bewahrheiten. Spielt das auch eine Rolle in der transpersonalen Psychologie? Ja klar. Ja, also der Traum ist ja der Königsweg zum Unbewussten, sagte Freud, und Jung war auch der Ansicht. Und natürlich haben wir in diesem Bewusstseinsraum, wo der Traum jetzt zustande kommt, haben wir ein Informationsfeld angezapft, was wir tagsüber möglicherweise nicht so angezapft haben. Das heißt, das ist schon mal ein Zustand, der mir einen Zugriff auf dieses Feld eröffnet. Mhm.
Freud war ja der Ansicht, dass da vor allen Dingen auch Tagesreste verarbeitet werden. Das ist mit Sicherheit auch so. Aber ich habe auch eben gerade vor solchen initiatischen Reisen, die ich gemacht habe, habe ich immer wieder auch bestimmte Träume gehabt, die sich dann wiederholt haben. Und zwar teilweise über Monate. Und bei verschiedenen Reisen, teilweise im Abstand von 2-3 Jahren, tauchten die dann 2-3 Monate vor diesen Reisen wieder auf, bis dann diese Reise vorbei war. Und dann war es auch wieder weg. Das heißt also, es gibt da wirklich definitiv, also aus meiner Erfahrungswelt heraus, diese Dinge, die uns im Grunde schon, ja, ich sag mal, präkognitiv auf einer symbolischen Ebene etwas mitteilen wollen. Das muss man natürlich für sich ein bisschen überprüfen. Das ist ja nicht mit jedem Traum so und nicht immer der Fall. Und manchmal kann man damit auch gar nicht viel anfangen. Aber wenn ich hier mit Leuten in so einer Bewusstseinszustand gearbeitet habe, da ist es häufig auch so, dass die Sachen, die dann hier passiert sind, hinterher am nächsten Tag oder so oder in der nächsten Nacht dann im Traum weitergehen und die Leute das am nächsten Tag dann wieder mitbringen. Mhm. Und das ist natürlich dann hochspannend, das mal zu gucken, wie das dann weitergegangen ist oder von dort aus dann weitergeht. Ja. Und ja, von daher, ja, also es gibt ja auch Möglichkeiten, eben das entsprechend vorzubereiten. Dann zum Beispiel auch mit einer Intention in den Traum reinzugehen, so Richtung luzides Träumen oder ja, Hypnagogie und solche Dinge. Ja. Genau. Die nächste Frage lautet, wie kann man sich generell vor zu viel kollektivem Input schützen? Mhm. Ja, die Mauer und die Höhle. Die Mauer und die Höhle wären vielleicht eine Alternative. Nein, also Spaß beiseite. Ja, das Leben in der kanadischen Eremitei oder in dem australischen Outback, das wär vielleicht eine Alternative, wenn die ja nicht ständig Feuer machen würden alle und den Wald abfackeln. Ich denke, Meditation ist schon mal eine ganz, ganz gute Übung, um bei sich selber zu sein und zu bleiben. Immer mal wieder, den Tag über, bei den Dingen, die man tut. Das hat noch nicht mal unbedingt zu viel mit auf dem Kissen sitzen zu tun, sondern präsent zu bleiben mit dem, was jetzt hier gerade ist. Und das zu machen, wo ich jetzt gerade bin. Und nicht in 5000 Richtungen zu fliegen. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Praktik dafür. Was auch hilft, ist Gartenarbeit. Kann ich nur sagen, habe gerade ein Gartenbeet angelegt, ein großes. Ja, das ist also alles, was mit Erde zu tun hat, hilft auch ungemein. Wir erden uns nämlich nicht genug und das hat auch was mit unseren Schuhsohlen zu tun, weil die meistens gummiert sind und unseren Arbeitsplätzen und unseren Gebäuden, weil da Stahlbetonträger sind und so weiter. Gibt so Erdungsmatten für, dass man wirklich sich wieder erdet, ja, also Barfußlaufen und so, ne? Das sind so Sachen. Und dann auch zu schauen, mit was für Informationskanälen ich mich dann vollballer und befülle, das muss man auch gucken. Also inwieweit man das eben zulassen kann oder will. Und ansonsten habe ich den Eindruck, sind natürlich auch diese ganzen Informationen die ganze Zeit da. Und da ist eben die Frage, wo ich mit meiner Kraft bleibe. Wenn ich mit meiner Kraft im Herzzentrum bleibe, Stichwort auch Mitgefühl, dann können mir diese auch negativ erlebten Informationen, die einen eher dann runterziehen, belasten, bedrücken, können einem nicht so viel anhaben, weil man das ein Stück weit dann transformiert. Wenn man aber seine Mitte verliert, also aus seiner Achse, verrückt wird, ver-rückt, ja, wird, dann sieht schlecht aus. Ja, mit den ganzen Infos, ne? Mhm. Verstehe. Sehr schönes Bild. Super, wir haben noch so viele tolle Fragen hier. Ich lese einfach mal vor. Mhm. Wie findest du die Heldenreise nach Paul Rebillot oder Rebillot? Ja, Rebillot, ja, das war der Parkplatzwächter von Esselen damals, dem Zentrum in Kalifornien. Ich habe da auch eine Ausbildung damals angefangen, habe die abgebrochen, weil ich die viel zu dogmatisch fand, die Leute. Das war so vor 15 Jahren, irgendwie habe ich das mal gemacht. Das hat auch für mich nicht so ganz so viel mit Gestalttherapie zu tun, weil das einfach ein sehr,
ja, teilweise sehr dogmatischer Prozess ist. Aber ich muss dazu sagen, ich habe da auch gute Erfahrungen mitgemacht. Also es kommt einfach darauf an, wer das wie leitet. Und das hat natürlich auch so eine rituelle Struktur. Dazu muss ich aber sagen, damit den Atemprozessen, die da gemacht werden, sind die Leute natürlich nicht drin ausgebildet worden. Die machen das dann halt einfach, haben das zweimal geübt da und machen dann hinterher diese Sachen mit anderen Leuten. Das ist halt schon wieder ein bisschen fahrlässig und ein bisschen schwierig. Ja, so halt irgendwie. Also das, ja, das ist vielleicht so das, was ich dazu sagen kann. Also ansonsten ist das eben, wie gesagt, so ein Konzept aus den 70er Jahren einfach, was natürlich dann teilweise auch ein bisschen überholt ist heutzutage. Ne? Ja. Eine weitere Frage ist, warum kann ich Gedanken lesen über die Ferne? Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich denke mal, das ist noch an die Frage mit dem kollektiven Input drangehängt. Ich gehe mal lieber zur nächsten Frage. Arbeitest du auch mit Symbolik? Das heißt, was uns tatsächlich im Außen passiert, ist ein Spiegel unseres Inneren, den wir zur Weiterentwicklung nutzen können? Mit Symbolik und dann? Arbeitest du auch mit Symbolik? Das heißt, was uns tatsächlich im Außen passiert, ist ein Spiegel unseres Inneren. Was uns im Außen passiert, also was erstmal, was ist Außen und Innen? Das ist ja schon, da ist ja schon wieder so eine Trennung drin, ja. Innen wie Außen, sagt ja die Hermetik, ne? Außen wie Innen, Innen wie Außen. Grundsätzlich ist es ja so, wenn ich mal in diesen feinstofflichen Bereich reingehe, dann gibt es ja letztendlich schon kein Innen und Außen mehr. Und wenn wir mit Quantentheorien anfangen, sowieso nicht. Das heißt also, letztendlich ist ja alles sowieso eins und verbunden und vernetzt und diese ganzen Trennungen sind Illusionen auf einer bestimmten Bewusstseinsebene. Und wenn ich jetzt aber auf dieser eher weltlichen Ebene gerade bin und habe das Bewusstsein eben dafür nicht, dann kommen diese Dinge auf mich zu und ich bin damit, erlebe das als fremd. Und wie ich das dann interpretiere oder wie ich das erlebe und wie ich damit eben umgehe, das hat natürlich was mit mir zu tun. Weil ich bin ja derjenige oder jetzt diejenige, die dann damit in sich selbst umgeht. Und das ist der Spiegel. Nicht so sehr, was passiert. Was passiert, ist eigentlich völlig uninteressant, sondern die Frage ist, wie ich das, was passiert, deute. Weil das eine, was du kannst ja das Gleiche, was da passiert, kannst ja 10 Leuten überstülpen und kannst die alle befragen, was ist jetzt passiert und wie ist das jetzt? Das ist wie beim Banküberfall. Wenn die dann befragen, wie sah der Täter aus, dann haben die 10 Täterbeschreibungen bei 10 Zeugen und müssen gucken, welche davon kommt der Realität am nächsten. Und das hat was mit den Zeugen zu tun, nicht mit dem Täter. Der Täter sieht immer gleich aus, auf dem Foto so. Ja, genau. Vorhin war noch was im Chat zum Thema Identifikationsprozessen in der Traumaarbeit. Wie ist es, wenn etwas hochkommt und man möchte etwas arbeiten, also an etwas arbeiten, kann es auch sein, dass es sich verschlimmern kann, indem man zu sehr heilen möchte und dann zu sehr sich identifiziert mit seinem Trauma und seinem Karma und all diesen Dingen? Hast du da Erfahrungen gemacht in deiner Praxis, dass es quasi Patienten und Patientinnen gibt, die sich dann eher noch weiter darin verheddern, weil sie sich zu sehr identifizieren mit eben diesen Dingen? Identifikation ist per se immer ein Problem, also weil wenn wir uns mit den Dingen zu sehr identifizieren, dann haften wir ja daran an. Und das haben die Buddhisten ja sehr schön beschrieben, also die Anhaftung ist eine der großen Urproblematiken überhaupt, weil letztendlich ist ja nicht statisch und das Anhaften hat immer was, ein Stück weit auch was Neurotisches. Das heißt, das Leben fließt vorbei, während wir die Mühle am Bach sind, die quietscht, ja, und der Fluss des Lebens fließt. Und wenn man sich also mit den Dingen, wenn man dann fixiert ist mit einem Thema, mit einem Gedanken, einem Bild oder einer Erfahrung oder mit etwas, wo man meint, dass man das selber wäre oder eben nicht wäre, kann man genauso fixiert von sein, dann ist man also ein Stück weit in der Falle, könnte man sagen. Also man kann also nicht
man ist nicht mehr flexibel. Man kann die Gegenposition nicht mehr einnehmen. Und man ist dann halt irgendwie immer Opfer. Oder man ist dann halt, bei einem Trauma jetzt mit, was weiß ich, ich habe immer das Beispiel, wenn jemand einen Unfall hatte und da kam ein weißes Auto, dann ist man bei jedem weißen Auto gleich in der Schleife, dass das Gehirn verrückt spielt und die Ausschüttungen kommen, die Nerven durchdrehen, also Amygdala läuft heiß und so weiter, ja, also diese klassischen Abläufe, die da passieren, Sympathikus schießt hoch, so, und dann hat man eben keine andere Option, und das ist also per se ungünstig in der Regel. Mhm. Ja, und von daher geht es für mein Verständnis schon darum, eine gewisse Flexibilität wieder zurückzuerlangen, weil, wie gesagt, am Ende des Tages sind wir sowieso alles. Wir haben auch das Tätersein in uns, genau wie das Opfersein. Und das sieht man jetzt auch, finde ich, sehr gut. Aktuell, wenn man jetzt so, es gab so einen Spruch irgendwie in Social Media jetzt vor ein paar Tagen, ja, wenn du wissen wolltest, wie es 33 dazu kommen konnte, dann kannst du dir angucken, was jetzt gerade passiert, wir erleben es gerade live. Mhm. So, ja, also wie einfach auf einmal Grundgesetze abgeschafft werden oder die Polizisten auf einmal Leute verkloppen, die nichts gemacht haben. Ja, das sind ja alles Sachen, das kennt man eher aus faschistischen Diktaturen, und das machen jetzt Leute auf einmal einfach so. Ja, mhm. Und die haben vielleicht vergessen, dass sie selbst persönlich haftbar sind für sowas. Aber Arno Grün hat das eben drauf und runter beschrieben, wie das passiert und dass Menschen eben mit bestimmten Mustern das dann eben einfach machen. Also weil sie was abreagieren beim anderen. Das hat auch was mit einer Fixierung zu tun. Mhm. Ja, also Fixierung ist auf Dauer immer ungünstig, und Flexibilität, das Leben ist flexibel. Also das Leben ist der Fluss. Wenn etwas erstarrt ist, ist es eigentlich fertig. Also dann ist tot. Ja. Alles klar. Also dann auch nicht zur 100. Ayahuasca-Zeremonie mit dem gleichen Vorwand, schon wieder sich das gleiche Trauma anzuschauen. Ja, ich habe gestern ein Video bekommen von einem so einem Pseudoschaman, der auch Arzt ist. Das war auch für mich ein echter Schock. Der hat da wirklich die Leute unter stark Einfluss von Substanzen misshandelt. Mhm. Und ich hatte den damals vor ein paar Jahren auch kennengelernt. Da wurde der total gehypt in der Tschechoslowakei. Und da habe ich den auch selber interviewt, aber ich habe das Interview auf meinem Kanal nie veröffentlicht. Und ich wusste, ich hatte immer ein doofes Gefühl. Irgendwie habe ich es nicht gemacht. Und jetzt weiß ich warum. Beziehungsweise haben sich dann einige Gerüchte bestätigt auch. Hast du das Ritual nicht gemacht oder wie? Ich hatte sogar eine Einladung und ich habe das nicht gemacht. Ich habe instinktiv irgendwie Glück gehabt. Ich will nicht sagen, dass ich im Leben mich nicht öfter mal falsch entschieden hätte, was sowas angeht. Habe da auch sehr schlechte Erfahrungen zum Teil mitgemacht. Aber da habe ich jetzt mal Glück gehabt, und das Video war echt krass. Wie kann man sich von so einer schlechten Ritualerfahrung, so gar nicht jetzt nur mit Pflanzen, sondern allgemein, wie kann man sich da erholen, wenn man merkt, okay, da saß ich jetzt in der falschen Runde. Wie kann ich mich davon wieder lösen, ohne in Panik zu verfallen? Auch da, das ist so ähnlich wie die andere Frage bezüglich Trauma vorher. Es ist echt immer individuell. Also ich habe Sachen erlebt bei Leuten, die in Deutschland sehr, sehr bekannt sind, sehr viele Bücher geschrieben haben, die für mich auch nicht einfach waren im Nachgang. Wirklich was mit echt Beschämung auch zu tun hatte. Oder wo mein Prozess einfach unterbrochen wurde vor der gesamten Gruppe und ich dann irgendwie als eine Art Störer der Gruppe hingestellt wurde, obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht hatte, mein Gefühl nach, ja, außer dass ich in einen tieferen Prozess eingegangen bin. Mhm. Und ja, ich hätte zu viel Energie und ich würde zu viel, die Gruppe springt meiner Energie und so. Okay, na gut. Und dann ging das so weiter. Und da muss man schon teilweise wirklich gucken, weil das sind ja, wenn man in so einem rituellen Setting sehr, sehr offen ist, was ja der Fall ist in der Regel, wenn man sich dann da einlässt, das muss man hinterher schon wieder gut containen können. Und da ist einfach eine feinschrittige Begleitung mit jemandem, der sich da auskennt, auch mit dem Nervensystem, ist, glaube ich, wirklich sehr anzuraten und sehr wichtig. Mhm. Und man kann nicht pauschal sagen, man muss das ABC machen und dann ist alles gut. Und natürlich, also ich habe sehr viel, ich bin ja auch Therapeut im Spiritual Emergence Network in Rütte nach Stanislav Grof und habe darüber auch immer wieder Leute hier gehabt, die dann gerade in rituellen Settings
übelste Sachen erlebt haben, bis hin zu sexuellem Missbrauch, was ja auch total angesagt ist bei vielen, habe ich den Eindruck, da dann Frauen und vor allen Dingen Frauen dann unter Einfluss von Substanzen da irgendwie zu missbrauchen. Das ist hardcore. Also das ist richtig heftig, weil unter dem Einfluss von zusätzlich von dieser Substanz, die dann im Spiel ist, ist das dann oftmals viel, viel schlimmer noch als im alltäglichen Wachbewusstsein. Ja. Und da geht es dann wirklich ganz viel um Stabilisierung. Das klingt sehr spannend, dieses Spiritual Emergence. Kannst du da ein paar Worte noch dazu sagen? Das klingt so ganz, ganz faszinierend. Ja, das ist das wurde von eben initiiert von Stanislav Grof und seiner Frau, vorherigen Frau Christina Grof, als ein Netzwerk zur Unterstützung von Menschen in spirituellen Krisen, wo es darum geht, eben bestimmte Themen nicht immer gleich in so eine, weil in der klassischen Psychologie sind ja für spirituelle oder erweiterte Bewusstseinszustände gibt es ja eigentlich gar keine Klassifizierung oder keine Option, sage ich mal. Das ist ja gleich immer alles pam gelabelt und es ist sofort irgendwie ein Stigma. Und es gibt eben auch, klar gibt es natürlich Erkrankungen in dem Bereich, ist überhaupt keine Frage, aber es gibt eben auch Phänomene, die zwar so aussehen wie eine bestimmte Problematik X, die aber eher einen anderen Hintergrund haben, nämlich basierend auf einer zum Beispiel spirituellen Durchbruchserfahrung oder Kundalini-Erfahrung oder oder eben so einer existenziellen Krise und daraus resultieren oder Menschen, die einfach tiefe existenzielle Sinnfragen haben, die kannst du ja noch mit den normalen Mitteln der, ich sag mal, klassischen zum Beispiel Verhaltenstherapie, kannst du das ja nicht beantworten. Also so, es ist eine spirituelle, ganzheitliche, ja, psychiatrische auch so ein Netzwerk, wo man sich... Ja, da sind, wie gesagt, alle möglichen Therapeuten drin. Und genau. Großartig. Genau. Und, ja, sind und da auch dabei? Wie bitte? Sie sind da auch mit verbunden? Genau, ja. Genau. Und wie gesagt, und darüber kamen eben halt immer wieder auch Leute, die dann eben halt so in rituellen Settings schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja. Dann habe ich jetzt hier noch eine letzte Frage im Chat, die auch nochmal darauf eingeht, und zwar, ob Ayahuasca nicht für jeden gut ist, oder? Also, das würde ich sofort unterschreiben, aber ich würde das noch erweitern. Also, ich sage mal so, für den jungen Herrn, der Mitte 40 war und im Ecuador im Regenwald gestorben ist, bei dem Ritual, wo ich auch war, über 2 Wochen ging das, ein Initiationsritus. Ayahuasca. Ja, für den war es sicherlich nicht gut. Es ist nicht so ganz klar, woran er gestorben ist. Er hat hinterher noch alles mögliche andere reingepfiffen, wahrscheinlich daran, aber die Leber ist kollabiert und ich sage mal, dass jemand sich dann im Kontext von so einem Ritual alles mögliche andere noch reinpfeffert, das hat ja auch was mit den Prozessen zu tun, die da dann gelaufen sind und nicht integriert wurden oder wo nicht der Rahmen dafür entsprechend, das Bewusstsein dafür da war, dass der jetzt vielleicht noch eine Unterstützung braucht. Und ja, also Ayahuasca ist eine Schlange, ne? Also sieht ja auch aus wie eine. Und Schlangen sind per se heilbringend, aber auch nicht ungefährlich. Ja, und das darf man immer nicht vergessen. Und es ist immer nicht alles für alle gut und auch nicht alles für jeden gut. Also, und es macht bekannterweise die Dosis das Gift. Und es ist auch nicht immer unbedingt der richtige Zeitpunkt. So, und da kommen viele Faktoren zusammen. Und ja, das Gesundheits-, also die Leber und so weiter, das muss natürlich auf einem bestimmten Niveau arbeiten, sonst kriegt man den ganzen Kram gar nicht verarbeitet. Wenn die nachher kollabiert, hast du ja auch nichts gewonnen. Also ist die Leberentgiftung auch wichtig, wenn man mit Heilpflanzen arbeitet? Ja, total. Also ich hatte danach erstmal eine schlechte, nachdem ich da... Ich bin danach auch schwer krank geworden noch in Südamerika und habe mich dann selber da quasi geheilt mit verschiedenen Sachen, weil die wollten mich in eine Klinik verfrachten und der ADAC wollte mich nicht mehr ausfliegen, so scheiße sah ich aus. Und dann haben die gesagt, ja, das müssen Sie in die Klinik. Und das ist ja, Ecuador ist dann nach China weltweit im Organhandel führend, da war mir klar, da will ich auf keinen Fall in die Klinik gehen.
Und ja, dann habe ich geguckt, dass ich mich da selber wieder hinkriege. Und ja, für mich war das auch eine Initiation auf eine gewisse Weise, nochmal eine doppelte. Ja. Da sind wir eigentlich auch schon wieder an der Frage angelangt, die wir ganz am Anfang hatten. Ist es denn auch wichtig, ab einem gewissen Punkt zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt körperlich um mich und interpretiere jetzt nicht meine körperlichen Symptome als spirituelle Obligation, sondern erde mich und sage, okay, ich habe eine Lebervergiftung oder... Ja, unbedingt. Also auf jeden Fall. Ich denke... Wissen Sie, was ich meine? Dass man das Man kann natürlich immer bestimmte Dinge so mystifizieren, aber viele Dinge haben eben auch wirklich eine ganz einfache, basale, körperliche Thematik am Laufen. Joachim Mutter hat in einem seiner Bücher, dieser Umweltmediziner, mit dem ich auch so ein bisschen Kontakt habe, der ist... hat das geschrieben, auch über diese Untersuchung mit Amalgam zum Beispiel, wo dann bei Psychiatriepatienten, ich glaube in Belgien war das, war eine Studie, da haben sie dann eben Quecksilber und so weiter Ausleitung gemacht und dann eben Amalgam raus und so weiter. Und am Ende dieser Studie konnten 30%, das muss man überlegen, jeder Dritte, konnten da von dieser Versuchsgruppe entlassen werden. Die hatten keine Symptome mehr. Also, so. Und das, also, die ganzen Umweltgifte, all das, was wir im Leib haben, Tag ein, Tag aus. Wir müssen eigentlich ständig detoxen, um halbwegs überhaupt in den normalen Modus zu kommen. Ja, bei dem, was vom Himmel runterkommt, was im Wasser drin ist, im ganzen Essen, also ich meine, wir pissen alle Glyphosat, ja, muss man sagen, ist ja so. Wenn wir dann bayerisches Bier trinken, ja, in München jetzt, ne? Ist ja wahrscheinlich ganz groß, ja, dann hast du da also, dann hast du das überall, das ist überall drin, ja. Und, also Umweltgifte haben nicht immer nur spirituelle Ursprünge. Nein, natürlich nicht. Also natürlich vielleicht schon bei den Leuten, die sie ausbringen, aber da haben die wahrscheinlich, also wenn wir natürlich ein spirituelles Verständnis hätten auf einer höheren Ebene, dann würden wir, und Menschen hätten, die uns führen würden mit einem entsprechenden Verständnis. Irgendwer hat mal gesagt, eigentlich müsste jemand, bevor Politiker wird, erstmal 20 Ayahuasca-Sitzungen machen und dann vorher dürfte der da gar nicht nach Berlin. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht als Idee. Ja, dann würden die vielleicht das nicht zulassen, dass das Zeug auf die Felder gekloppt wird. Aber das ist ja einfach dieser ganze Drehtürkapitalismus und so weiter, der das eben möglich macht. Und der normale Mensch steht einfach staunend davor. Wenn man da jemand Normales hinsetzen würde mit, ich sag's mal, per Losverfahren, das war ja in der Demokratie früher so in Griechenland. Also wir haben ja eigentlich keine Demokratie. Die eigentliche Demokratie ist ja per Losverfahren, nicht per Wahl. Wir haben ja eigentlich eine Adels, nee, keine Adels, eine Finanz, Aristokratie könnte man sagen. Man hat also die Adelsaristokratie gegen eine Finanzaristokratie abgelöst und mit Demokratie hat das nicht viel zu tun, im ursprünglichen Sinne zumindest. Das heißt also, per Losverfahren könnte ja jeder irgendwie Bundeskanzler werden oder auch Richter oder so. Vielleicht nicht Verteidigungsminister, aber das geht ja heutzutage auch. Da braucht man ja auch keine Kompetenzen mehr für, habe ich gehört. Die anderen Jobs wie Richter, warum soll eine Frau nicht mit einem, die 5 Kinder großgezogen hat oder so, gibt es nicht mehr heute, wahrscheinlich noch 2, warum soll die nicht Richterin sein mit einem gesunden Menschenverstand? Wenn man das also alles, diese ganze Bürokratie unterbrechen könnte, würde, dann hätte man vielleicht ein viel besseres System, aber das, ich träume jetzt, ne, ich fantasiere. Ich meine nur, der normale Durchschnittsmensch, der würde wahrscheinlich wesentlich bessere Entscheidungen treffen als das, was da aktuell abläuft. Ne? Und dann hat das am Ende des Tages schon was mit Spiritualität zu tun. Nur die Ohnmacht dabei ist einfach, dass der Durchschnittsbürger merkt, er hat da im Grunde wenig Einfluss drauf. Ne? Mhm. Ja. Das ist leider auch ein Fakt. Aber wir haben trotzdem auf der anderen Seite, das ist auch wieder wichtig, wir haben trotzdem wieder mehr Einfluss, als wir meinen. Ja, also, und wenn es nur darüber ist, was wir zum Beispiel kaufen oder dass man jetzt zum Beispiel seine Stimme erhebt oder so. Ne? Also die Dinge oder eben bewusstseinsmäßig, ne? Also je mehr Menschen sich, glaube ich, ist mein Verständnis, im Bewusstsein entwickeln, dass sie in ein erwachsenes, gereiftes Verständnis und Bewusstsein kommen, desto weniger sind diese Menschen manipulierbar und da bildet sich also auch ein kollektives Feld, was dann eine neue Instanz bildet und da prallen dann nachher so bestimmte Beschimpfungen auch einfach von ab, wie, ja, weiß ich nicht, platzt halt einfach ab so und kommt nicht mehr durch, ja. Alles klar. Also die
Erdung für den richtigen Geist und auch einen angemessenen spirituellen Zugang. Ja. Vielen Dank, Jörg Fuhrmann. Es war großartig, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Danke auch, ja. Fürs Interesse. Wir freuen uns. Ich hab die Website und die Erreichbarkeit hier in die Chatbox geschrieben. Ah, danke. Vielleicht können Sie noch mal kurz die Webseite noch mal abschließend vorlesen, dass sich noch mal alle das notieren können. www.freiraum, also das Wort Freiraum, ein Wort, Bindestrich oder Minuszeichen, institut.ch. Alles klar. Gut, dann vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder live in Person und nicht, ja, hoffe ich auch. Nicht nur virtuell. Ja, hoffe ich auch. Genau, ja. Alles Liebe. Und wie gesagt, gerne könnt ihr einfach mal bei YouTube schauen unter Jörg Fuhrmann. Da gibt es Jörg Fuhrmann zur Freiheit als Kanal. Da sind 400 Videos drin. Da ist alles Mögliche auch von anderen Kongressen und könnt ihr einfach mal schauen. Vielen Dank. Ja, danke euch, danke dir. Alles Gute, schöne Grüße vom Bodensee. Ja, viele Grüße aus München. Tschüss.